voll den cleanen, schönen Intimbereich war und der andere so, bumm. Ist es schwierig, also, da kann man ja auch sagen, ey, guck mal. Was zum Geil. Leute, liken, kommentieren, abonnieren und checkt meinen Partner Just Legends aus. Was geht ab, Zeus hier? Willkommen zu Yes Indeed! Warum mein Ex mein größter Fehler war. Real Talk mit Rezo. Ich habe keine Ahnung, was da gehen wird. Ich hoffe, ich kann auch ein bisschen was dazu erzählen. Wichtiger kleiner Disclaimer. Wir sind natürlich keine Ärzte und Co. Das heißt, gerade für Fragen wie, soll ich die Pille nehmen oder nicht, müsst ihr zu eurem Frauenarzt oder Arzt gehen. Ich und Rezo können euch hier nur von unseren Erfahrungen erzählen. Geil! Yay. Ich freue mich, Gnu. Ich freue mich. Ja, ich freue mich auch, denn heute gibt es ein ganz besonderes Video mit Rezo. Yay. Denn wir haben letztens für Rezo ein ganz tolles Video angeschaut. Ist unten in der Beschreibung verlinkt. Da haben wir euch Fragen allgemein zu allem beantwortet. Und mir ist danach nämlich in meinem Stream aufgefallen, dass einige noch nicht so ganz gut aufgeklärt sind über gewisse Dinge. Und da hat der liebe Rezo mir nämlich erzählt, es gibt Telonym. Da könnt ihr nämlich anonym, und das hat, glaube ich, fast jeder anonym geantwortet, mir eure Sorgen mitteilen, beziehungsweise uns. Und darauf werden wir heute ganz... Ist das was wie AskFM oder was? ...ganz offen und ehrlich eingehen. Und heute erfahrt AskFM. Hat ihr auch noch was Interessantes über mich. Nice. Dann würde ich sagen, bist du ready? Ich bin sowas von ready. Dann würde ich sagen, wir fangen mal mit der ersten an. Da fragt nämlich erstmal jemand, sind erfolgreiche Frauen ein Turn-off für Männer? Was denkt ihr darüber? Okay, ich glaube, dass da sehr viele Männer tatsächlich ein Problem mit haben, wenn Frauen erfolgreich sind. Ich habe zumindest ein paar Mal schon von Kollegen mitbekommen, dass sie gesagt haben, so kacke, meine Freundin verdient dann mehr Geld als ich. Und ich fand das immer hochgradig irrigierend, weil ist doch scheißegal, freu dich doch lieber, du Depp. Aber also ich würde es zumindest schlimmer finden, wenn ich merke, okay, jemand ist wirklich, sagen wir mal, komplett unmotiviert, kriegt einfach den Arsch nicht hoch und man muss die Person komplett durchfüttern oder so, dann hätte ich auf Dauer schon ein fieses Gefühl, so nach 5 Jahren durchfüttern, so, was zum Geier, was bin ich hier, der Papa oder was, so. Ich finde es schon schön, wenn der Mensch halt selbstständig seine eigenen Wünsche, seine eigenen Ziele, seine eigenen Freuden im Leben hat und so und ja, da gehört auch das Beruf dazu natürlich, irgendeine Erfüllung in diese Richtung, dass man ihren Beruf ausübt, dem halt schon auf Freude auslöst. Aber glaube ich schon, dass was dran ist. Ich glaube, erfolgreiche Frauen sind häufig abschreckend für viele Männer, weil viele Männer so sozialisiert wurden, dass sie irgendwie der starke Part im weitesten Sinne sind. Ich glaube grundsätzlich, dass es dann abschreckend sein kann. Aber ich finde erfolgreiche Frauen toll. Ich auch. Ich habe halt oft das Gefühl, dass wenn es um erfolgreiche Frauen ging, entweder gesagt worden ist, oh, die ist unter braucht mal einen... Oder ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass manche Männer auch ein Problem damit haben, wenn sie weniger verdienen als die Frau. Ja, ja, das kann auch sein, dass so dieser Geldteil auch ein Part ist. Wenn eine Person erfolgreich ist, dann heißt das ja meistens auch, dass man häufiger verschiedene Leute um sich rum hat, dass viele Leute einem Beachtung schenken, dass man auf eigenen Beinen steht, dass man sehr selbstständig ist, dass man ein ganz, ganz eigenes Leben führt, nicht in Abhängigkeit zu derjenige, der einen dann datet, stehen würde oder so. Und ich glaube, das ist eine Sache, die ganz einschüchternd ist. Ich glaube, ja. Also ich finde es schön, wenn Menschen so eine eigene Me-Time haben, wenn sie wissen so, das brauche ich, das ist mein Projekte, das sind meine Hobbys, das ist meine Leidenschaft, so da muss auch mal ein Partner zurückstecken. Finde ich vollkommen okay, weil jeder braucht auch seinen eigenen Freiraum irgendwo. Ich würde es irgendwie komisch finden, wenn man von seinem Partner erwartet, so du darfst gar nicht so viel Ziele und Wünsche im Leben haben, weil ich soll dein größter Wunsch sein. Weird, finde ich irgendwie. Wenn eine Frau gut verdient oder halt erfolgreich ist als der Mann, dann muss sie dem Mann, oder auch generell umgekehrt, wenn der Mann verdient. Sie hat Angst vor starken Frauen. Das habe ich so nie gesagt. Ihr dreht die Wörter um. Dass die Frau muss man trotzdem den anderen Part immer das Gefühl geben, dass man nichts Besseres ist, weil ich glaube, das passiert vielen Leuten. Ja. Dann habe ich die nächste Frage. Ich, weiblich 17, hatte noch nie Snoo-Snoo. Meine beste Freundin hatte es schon und sie meinte, es war sehr schmerzvoll. Ich habe jetzt panische Angst davor, mich zu verlieben. Was soll ich machen? Die Blume steht für SEX, oder? Also, das erste Mal kann schmerzhaft sein, muss es aber kein bisschen. Gilt je nachdem, ob dein Partner sehr, sehr vorsichtig ist, sehr mitfühlend ist und auch du natürlich, ob du bereit bist, ob du dich auch so fallen lassen kannst, wenn du dich verkrampfst, ist halt wie eine, Sex ist wie eine Impfung, du darfst dich nicht verkrampfen, sonst tut's weh, nee, aber halt auch, ob man halt da unten schön feucht ist, dass auch wirklich nichts, keine Reibungen sind und so weiter, das ist, glaube ich, das Schlimmste vor allem, aber, also lieber versuchbar es da mal ein bisschen, wenn es dann nicht klappt, dann abbrechen, einen anderen Tag nochmal und so. Aber das, am besten hat man da wirklich eine gute Beziehung, jemanden, dem man vertraut, der da sensibel genug ist und so. Dann müsste es eigentlich schon klappen. Da will ich mir keine Sorgen machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, erstmal, sich zu verlieben heißt ja nicht zwingend, dass man direkt mit jemandem Snoo-Snoo haben muss oder soll oder braucht. Weil wenn man sich verliebt, heißt das ja nicht, oh, alles klar, jetzt habe ich 24 Stunden Zeit und dann habe ich Snoo-Snoo. So schnell, also kein Stress, Alter. Und wenn man sich verliebt hat und wenn der andere sich auch in dich dann verliebt hat, dann kann man sich da auch sehr viel Zeit lassen und dann wird das Verständnis auch da sein. Und das muss auch keine schmerzvolle Erfahrung sein, wenn man sich dann einfach entspannt Zeit lässt und dann lässt man es halt uns halt bleiben, wenn es gerade nicht gut klappt oder so. Ja,
Genau. Und ich finde es auch, da darf man sich nicht schämen für. So, so, oh nein, er wollte und er bekommt jetzt nicht. Also da ist so, eine Frau ist oder eine Freundin ist nicht dafür da, den Mann da sexuell zu beglücken. Gerade wenn man noch Jungfrau ist und so. Man muss selber da reintauchen, sozusagen in diese neue Welt, die man noch gar nicht kennt. Und da kann man sich locker Zeit lassen und vorsichtig sein. Und wenn da irgendein Typ oder irgendwer kein Verständnis hat oder sich keine Zeit nehmen möchte, also wie nennt man das nochmal? Ich habe so Worthänger, das ist schrecklich. Also wenn einer einfach nicht will, das haben, ich will ganz kurz. Geduld. Wenn einer die Geduld nicht hat, dann ist der Typ scheiße, so weg damit. Und genau, es ist natürlich auch andersrum. Also wenn ein Mann sich nicht bereit fühlt und so und sagt so, ja, irgendwie ist einfach alles noch zu unsicher, ich bin viel zu aufgeregt, es geht einfach nicht und so, dann ist es auch vollkommen okay, wenn einfach das erste Mal nicht klappt und so. Ganz viele Männer bekommen beim ersten Mal kein Hoch, weil sie einfach so nervös sind, so viel Adrenalin im Körper ist, da geht nichts, du bist nicht bereit dafür, man muss wirklich voll gechillt sein, dann klappt das. Also auch da nicht gleich seine Sexualität hinterfragen, so, was zum Geil, ich hätte Sex haben können, warum wurde der nicht hart, was ist los mit mir, das ist vollkommen normal. Also jedes Mal, wenn ich zum Beispiel ultra aufgeregt war, ging auch nichts. Eben, vor allem ist es bei jedem auch unterschiedlich. Kommt immer auf einen selber drauf an und ich glaube, wenn man einen richtigen und guten Partner hat, dann wird das auch kein schlimmes Ereignis, sondern ein schönes Ereignis. Deswegen entspann dich, hab keine Angst davor und vor allem lass dich nicht unter Druck setzen. Und jetzt kommen wir nämlich, apropos unter Druck setzen, direkt zum nächsten Thema. Und ich glaube, vielleicht kennst du es auch, ich weiß es nicht, aber hier schreibt jemand, ich habe einfach keine Lust auf Susnu. Und dieses Du bist Jungfrau ist so krank unangenehm, das hat ja schon fast etwas wie Mobbing. Ja, voll krass, gell? Jungfrau wird auf Männer bezogen auch. Es gibt keinen jungen Mann. Schon hart. Eine Frau, Mann, ja, mein Gott, schon hart. Nee, aber interessant, finde ich. Hatten wir letztens auch in einem Gender-Video. Ich glaube, in einem bestimmten Alter ist es so, weil da dreht sich vieles um Snusnu und um wer hatte schon, wer hat nicht und wie ist es, bla bla bla. Das geht ja mit der Zeit weg. Also niemand mit über 20 ist noch so drauf, wie du es da beschreibst. Und ey, wenn du keine Lust drauf hast, dann mach's halt nicht. Eben. Also ich finde, wie gesagt, sich wegen sowas unter Druck setzen zu lassen, extrem falsch. Solltet ihr nicht und bitte tut's nicht, weil ansonsten ist bei Freundinnen passiert, ist immer nur ein Drama passiert. Schau das. Ich kenne auch ultra viele Beziehungen, die haben bei weitem nicht mehr regelmäßig Sex, vielleicht einmal im Jahr oder so. Beide sind voll cool damit und so. Wie gesagt, dieses Sex-Thema wird immer so hochgehypt, wie Drogen und alles andere, was angeblich so viel Spaß macht. Aber jeder Mensch ist anders. Manche brauchen mehr und weniger von irgendwas oder auch gar nichts und so weiter. Und es gibt immer noch auch Asexuelle und keine Ahnung was. Also es ist wirklich vollkommen unterschiedlich. Und nur weil man glaubt, es gehört sich irgendwas, das ist Bullshit. Das Video von Rezo, da erzähle ich es. Einfach nur Ja, blöd. ja. Ja, schon, Jungfrau ist eigentlich echt absurd und veraltet, finde ich auch. Also diese Idee von, dass ein Mensch mehr oder weniger wert ist, also bei Frauen angeblich ja mehr wert, wenn sie Jungfrau sind, bei Männern weniger wert oder was, keine Ahnung, wie man das sehen möchte, finde ich absolut bescheuert. Und dass eigentlich ein Wort dafür gibt, ist eigentlich auch schon so irre, so, weil dann bräuchte man ja auch ein Wort für alles. So, wer noch nie seine Weisheitszähne rausgekriegt hat. Und wer ist man dann? Also, oder wer zum allerersten Mal geflogen ist mit dem Flugzeug oder Auto gefahren ist, da brauchst du ja für jedes Ding eigentlich ein Wort, so für alle deine ersten Male. Aber bei dem plötzlich gibt es ein ganz krasses Wort und da macht ja ein Heckmeck darüber. Was zum Geier, was soll das? Aber Rezo, weißt du, was Vaginismus ist? Ich habe es gerade gelesen. Also ich habe es auch schon mal gehört, aber hättest du mich jetzt gefragt, ohne dass ich gelesen hätte, hätte ich es wahrscheinlich nicht so genau sagen können. Okay, also, ich leide unter Vaginismus. Das bedeutet, dass ich starke Schmerzen bei der Penetration habe, aber körperlich. Ich finde es sehr schade, dass das kaum einer kennt und mir immer unterstellt wird, dass das nur Kopfsache sei und ich noch nicht den richtigen gefunden habe. Auch noch nie gehört. Krass. Da lerne ich was. Finde ich voll interessant, weil ich kannte das tatsächlich auch nicht. Ich hatte nur eine Freundin, die hatte jedes Mal so unsagbar krasse Schmerzen, dass sie gesagt hat, das wirkt sich auf den ganzen Körper aus. Und sie hat danach immer eine Blasentzündung und sie möchte es gar nicht mehr. Vielleicht ist es sogar sowas in die Richtung, aber tatsächlich kannte ich Ja. das auch nicht. Es ist halt die Frage, ob es dagegen irgendwas zu unternehmen gibt oder nicht und wie sich das schmerzhaft auswirkt. Aber auch das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben und euch austauschen, weil ich wusste das tatsächlich gar nicht. Das kann halt. Wusste ich aber nicht. Ja. Verursacht werden durch grundsätzlich externe Belastungen, durch Angst. Ja, das Gefühl, du, als ich 16 war, hatten auch alle ihre ersten Beziehungen und dann war ich 17, immer noch Single, ungeküsst, ungevögelt, 18, ungevögelt, ungeküsst, keine Beziehung. Ich hatte zu Frauen keinen Kontakt, überhaupt nicht. Und dann wurde ich schon 19 und da, klar, kriegt man Panik und ist so, bin ich hässlich, bin ich dumm, bin ich asozial, bin ich langweilig, bin ich schüchtern, bin ich bescheuert, bin ich, was ist mit mir falsch, so. Aber ein Scheißdreck ist falsch, alles easy so. Ich habe nichts verpasst in meinem Leben. So, man kann alles nachholen, jeder hat seine Geschwindigkeit, jeder hat seine Zeit. Aber das ist halt so, klar, in dem Moment, da stresst man sich rein wie ein Blöder, als ob man, ja, ob man falsch wäre. Und gerade in diesem Alter zwischen 12 bis 20,
20, würde ich sagen, hat man ganz große Panik davor, nicht dazuzugehören, anders zu sein. Klar, irgendwo will man auch anders sein, findet man auch geil, aber irgendwo tief in sich drin will man schon dazuzugehören, zu den Coolen, zu den Normalen, zu denen, die halt alles erleben, die halt Spaß haben. Und gerade zur heutigen Zeit, wo dann auf Instagram natürlich alle ihre coolen Scheiße posten, so jeder ist geil im Urlaub, so, die sind gerade in Griechenland, an irgendeinem coolen Strand und was mache ich? Ich gucke gerade hier in mein Bett und mein Partner haut gerade so tickert Krümel aus seinem Bauchnabel raus. Mann, sind wir scheiße, Alter. So klar kann man sich immer mit so falschen Sachen vergleichen, die gar keinen Realismus in sich haben. So, weil, ja klar, auf Instagram oder auf Twitter oder irgendwo siehst du geile Scheiße, aber die sind genauso langweilig wie du, so am Ende. Durch mangelndes Vertrauen im Partner. Ich lese einfach gerade bei Google vor, sorry. Durch verschiedene Sachen kommen. Also das klingt so, also die Liste von den Ursachen klingt so, als könnte man das teilweise, dass sich das positiv entwickeln kann, dass man das nicht einfach hinnehmen sollte, als das ist halt jetzt in meinem Leben so, sondern okay, ich finde mal raus, woran das liegt und vielleicht kann man daran ja irgendwie da weiterkommen. Hier ist die nächste Frage. Wie verhütest du nun ohne die Pille, Gnu? Ich überlege, mit der Temperaturmessung zu verhüten, möchte weder Pille noch ein Fremdkörper in mir für Jahre haben. Also ich habe immer mit der Pille verhütet, weil ich hatte mit 14 Jahren so starke Menstruationsprobleme, dass es durch die Pille tatsächlich besser geworden ist. Ich habe die dann auch ewig lang genommen. Jetzt habe ich tatsächlich dann die Pille mal abgesetzt, dann mal wieder genommen, mal wieder abgesetzt. Und ich persönlich, das empfindet ja jeder selber, ich hatte nie einen Unterschied bemerkt. Das Einzige, was ich... Es gibt solche Beispiele, aber bei ganz vielen ist die Pille wirklich überhaupt nicht geil und lässt sogar wirklich bleibenden Schaden da. Also ich bin eigentlich kein großer Fan von der Pille und finde es teilweise erschreckend, wie schnell die auch verschrieben wird von Ärzten. So, yo, ach, ich habe ein bisschen... Also, ja, keine Ahnung, irgendwie das und das, ach, Pille, zack, 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 so, egal wie jung, so, weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Und vor allem, Pille ist auch das Problem, dass dann für Jungs auch oft so ist, so, ah, du nimmst die Pille, cool, dann müssen wir nichts mehr tun. Aber es gibt ja immer noch andere Geschlechtskrankheiten und da kann die Pille nichts dagegen machen. Das heißt, so ein Kondom ist halt einfach wahnsinnig unterschätzt und gibt ein paar Männer, die sind da wirklich so, scheißen da so rum und sagen, mit Kondom ist aber nicht das Gleiche, doch, ist es, jetzt scheiß nicht rum, so. Du hast keinen Bock auf ein Baby, keiner hat Bock auf ein Baby, mach einfach so. Auf Geschlechtskrankheiten hast du auch keinen Bock, hoffentlich, auf AIDS hast du auch keine Lust, also komm, verhüte einfach, gar kein Problem, also so schwierig ist das nicht. Ich weiß, es ist ein bisschen unromantisch, gebe ich auch zu, auch davor und danach ist es unromantisch, aber man gewöhnt sich dran und es kann auch sehr normal werden. Was ich jetzt durchs Absetzen der Pille bemerke, ist, ich habe wieder extrem starke... Andere Geschlechtskrankheiten als Schwangerschaft, ja. Schmerzen, wenn ich meine Periode habe. Und ich bin echt schlecht drauf. Das hat leider letztens mein Cutter, der das Video hier auch schneidet, abbekommen, der Arme. Wo ich richtig... Also ich fühle das tatsächlich nur mit Kondom, tatsächlich, ja. Weil, ja, einfach solche Hormone, einfach nicht geil. Ich geraged habe ohne Grund, weil ich so gestresst war. Deswegen ich tatsächlich auch jemand bin, wo ich überlege, ob ich nicht mit der Pille besser klarkomme. Aber es muss ja jeder für sich wissen. Da würde ich dir auch raten, am besten zum Frauenarzt zu gehen. Deswegen guck am besten, was für dich da in Frage kommt. Aber ich denke mir, come on, ich finde, Gummis sind in solchen Unterhaltungen immer so ein bisschen unterbewertet. Ich würde Gummi bevorzugen, kein Scheiß. Es schützt halt vor Krankheiten. Vor Krankheiten. Ja, eben. Kondome können halt reißen, sehr gefährlich. Wird irgendwann passieren. Also je öfter man pimpert, desto öfter kommt es dann irgendwann mal vor. Am besten natürlich eine Kombination aus Temperatur messen oder halt eben sichere Tage abzählen und Kondome benutzen und so weiter. Es ist ein bisschen wild. Viele Männer tatsächlich lassen sich irgendwann halt eine Vasektomie unterziehen, also sich sterilisieren, dass sie halt dann, wenn sie sagen, okay, wir haben jetzt unsere zwei Kinder, wir wollen kein drittes oder manche auch so, ich will nie ein Kind, so zu sagen, so, ich will das Thema gleich vom Tisch haben, so kann man auch machen lassen. Finde ich auch immer krass, wie da gleich immer so, oh Gott, Entmannung und so, da gesprochen wird, aber das ist ja Quatsch. Also das hat ja nichts mit Entmannung zu tun, du hast deine Hoden ja noch. So, das ist ja alles easy, so, das bist keine Soldaten mehr in deinem Sekret. Lecker. Und es muss nicht immer nur AIDS, HIV oder sonstiges sein. Es ist nicht nur Kondom, denkt man immer so, ja, für gegen Kinder und HIV. Es gibt ja noch so viel. Es gibt Chlamydien, Tripper, Syphilis, so viel anderen Bullshit, den ihr bekommen könnt. Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Ich beichte, dass ich mit dem besten Freund von meinem Ex was hatte, weil mein Ex mich betrogen hat. Weiß nicht, ob das zu viel war oder gerecht. Dem besten Freund von meiner Ex was hatte, weil mein Ex mich betrogen hat. Also wenn die dann schon auseinander waren, ist es ja theoretisch so gesellschaftlich betrachtet okay. Die Frage ist halt die Intention dahinter. Und wenn es wirklich nur als Racheakt war, so ich will mir einfach rächen, keinen Bock auf den besten Freund gehabt, aber ich will es aber machen, weil ich mich rächen möchte, dann ist es ein bisschen random, weil Rache ist eigentlich immer etwas bisschen Kindisches. Nicht nur ein bisschen, Rache ist immer relativ kindisch. Man kann manchmal Rache nachempfinden, aber trotzdem ist halt nie was Richtiges. Und ja, muss halt nicht sein, so steht rüber, scheiß drauf, sei besser als die Person, die ich betrogen hat und fertig.
Also ich nachhinein zum Beispiel, ich bereue es total, dass ich damals so mega ausgerastet bin, als mein Ex mich betrogen hat. Cool wäre es gewesen zu sagen, gut, dann einfach Schluss machen, tschüss, nie wieder, einfach überall blockieren, weg, ghosten, weil ich glaube, das tut viel mehr weh, wenn man einfach eine Person dann nicht mehr möchte, als dann diese Genugtuung, diesen Ausraster zu geben und dann zu sagen, okay, ich habe zwar betrogen, aber er hat dafür auch mich total krass beleidigt und so. Wir haben beide Fehler gemacht, dann kann man das wieder relativieren. Also am Ende ist es, es bringt nichts. Eigentlich ist das Ausrasten besser, einfach sagst du einfach drüber stehst, sagst, ich bin dafür der bessere Mensch. Fertig. Nee, es klingt so ein bisschen Auge um Auge, Stein um Stein. Ne? Also, nee, wie heißt das? Ich habe es falsch gesagt. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, genau. Jetzt habe ich Steine reingebracht, warum Wasser das ist. Auge um Auge, Stein um Stein. Es klingt so ein bisschen so, ne? Wie du mir, ja. So ich dir. Es ist halt natürlich ethisch nicht so gut, wenn man sagt, ja, der hat das mit mir gemacht, deswegen darf ich das jetzt auch mit dem machen. Ja, komm, dann trenne dich doch einfach. Ja, es ist immer schön zu sagen, ich war... Also in der Beziehung, das wird natürlich bescheuert. Also das ist ja bescheuert. In dem Moment trotzdem reifer und habe mich besser verhalten als der Gegenpart, als dann irgendwas zu tun, was ihn in die Richtung auch verletzen könnte. Genau. Reifer sein. Und für mich ist Hygiene echt wichtig. Was soll ich machen, wenn sich dann herausstellt, dass mein Partner untenrum nicht sauber ist? Ich kann doch nicht einfach abbrechen, oder? Also theoretisch kann man jederzeit abbrechen. Man sollte auch abbrechen. Also niemals im Leben irgendwas sich gefallen lassen oder sich zwingen, nur weil man halt deinen Partner nicht enttäuschen möchte. Abbrechen natürlich. So, oder halt kommunizieren, sagen, das geht nicht klar, so das möchte ich nicht und so. Vollkommen klar. Theoretisch kann man schon sagen, so ey, aber ich verstehe schon, das ist natürlich, will man vielleicht auch nicht abbrechen. Man denkt sich, okay, jetzt bin ich irgendwie schon dabei, so, dann halt so. Und das kam in meinem Leben auch schon vor, dass man mit einer Partnerperson irgendwie am Machen war. Aber dann kam es halt teilweise auch dazu, dass man halt doch nicht in der Mut war. Und dann guckt man sich halt an und sagt, ja, soll man es doch sein lassen? Geil. Kam auch schon vor. Hatte ich, glaube ich, noch nie, oder? Was ich nur kenne, ist, dass man halt einfach nicht zum Höhepunkt kommt und es dann so, oh, viel zu anstrengend, so, passt schon, reicht so. Also gerade beim Thema Alkohol ist es so, dann ist es zum Höhepunkt kommen fast unmöglich. Also ich will das nur als Beispiel anführen. Also mit den Leuten, mit denen man schläft, sollte man an einem Punkt sein, dass es jederzeit okay wäre zu sagen, ey, pass auf, das jetzt doch nicht, oder? Und man kann ja in so einem Fall auch klar sagen, ey, ist jetzt überhaupt nicht böse gemeint, aber guck mal, wie ich mir Mühe gebe untenrum und guck mal, wie es bei dir gerade ist. So, also ich... Wie ich mir Mühe gebe und wie du dir Mühe gibst. Voll den cleanen, schönen Intimbereich, vor und der andere so, bumm. Ist es schwierig, also, da kann man ja auch sagen, ey, guck mal. Was zum Geier. Ich gebe mir wirklich Mühe, dass ich das und das und das mache, bevor wir uns treffen. Ich würde mich freuen, wenn du das auch machst. Dann haben wir noch eine weitere Frage. Ich bin weiblich und 18 und zeige recht gern Haut und habe hier und da was mit Leuten. Alles freiwillig, ich will das selber. Jedem, den ich das erzähle, kommt mir mit, hör auf und du wirst es mal bereuen. Ugh. Oder so eine, will doch keiner mehr später. Ich weiß. Bullshit. Absolut Bullshit. Nee, da bin ich wirklich so, man kriegt so oft im Leben irgendwas so rein philosophiert, wie andere es möchten, wie man sein Leben zu gestalten haben sollte und so weiter. Ich habe auch schon oft bekommen, also auch bei YouTube eigentlich habe ich schon Nachrichten gekriegt, sowas im Sinne von, man lädt doch nicht so, also erzählt doch nicht so viel im Internet oder haut nicht so viel rein, weil alles, was da drin ist, wird man nie wieder rausnehmen können und so. Aber ich bin der Meinung, jeder kann das selber für sich entscheiden. Und sollte man es bereuen, dann bereut man es halt, mein Gott, so. Aber auch das muss man durchmachen im Leben. Aber ich glaube, bei sowas, wenn man das gerne macht, wenn man sich da wohlfühlt, wenn man sich dann stolz auf sich ist, wenn man ein gutes Gefühl gibt oder auch wenn man zum Beispiel auch als Frau und als Mann, vollkommen egal, wenn man einfach keine Lust hat auf was Ernstes und man es offen kommuniziert und klar macht, also kein verarscht oder so, sondern wirklich klar macht, so hey, ich bin momentan nicht an was Ernstes interessiert und es kommt dann trotzdem zum Sex oder so, und es ist vollkommen okay so, wenn man einfach offen drüber geredet hat oder halt das halt eben sie ausgesprochen hat letztendlich. Also wenn man keinen manipuliert oder verarscht oder was in dieser Richtung so. Aber dieses, so es gibt Fuckboys, es gibt Schlampen, fand ich schon immer super traurig. Und auch, dass eben jede Frau, die, sagen wir mal, einen OnlyFans-Account hat, gleich so als, Dreck der Gesellschaft irgendwie angesehen wird, ist immer voll schade. Ich weiß, ich sollte auf sowas nicht hören, da es mein Leben ist, aber weiß nicht, ob es wirklich stimmt, dass ich keine Beziehung oder so mehr finde. Irgendwann weiß ich nicht weiter. Mach dir darüber keine Gedanken, ohne Scheiß. Ohne Scheiß, jeder, den du nachher toll fändest, ist das egal. Wenn jemand später sagt, oh, dein Bodycount ist über 10, das möchte ich nicht, dann willst du den auch nicht. Also ja. So rum kannst du ja auch denken. Ja. Also wirklich, das ist doch Quatsch. Das ist Quatsch. Vor allem jetzt auch gerade in unserem Alter ist es ja eher oft so, dass zum Beispiel Männer sagen, sie finden es gar nicht schlecht, wenn die Frau erfahrener ist. Deswegen, man... Also ich sehe es auch eher als Vorteil, weil dann hat sich dein Mensch schon etwas ausgelebt. Das ist schon, beruhigt mich ein bisschen. Wenn ich zum Beispiel höre, so, ich bin der Erste für jemanden, mein Gott, dann ist es halt so, da kann man auch nichts machen. Aber macht mich immer ein bisschen nervös, weil wenn man wirklich der Allererste ist, so, dann kann der Gedanke aufkommen, vielleicht auch mal ein anderer, so, um zu gucken, eventuell ist ja gar nicht die beste Beziehung, sondern ich könnte auch eine viel bessere Beziehung haben, so, ich habe gar kein Vergleichsmuster. Also irgendwie ist das schon, schade, Erfahrung ist nie was Schlechtes, sagen wir mal so.
oder? Zio, was ist dein Bodycount? Es gibt sogar ein Video, da habe ich es gesagt, auf dem Zeitkanal. Ich kann es auch hier sagen, mir ist es wurscht. Also, ja. Oder ihr könnt gerne mal schätzen, Leute. Ihr könnt gerne mal schätzen, wenn ihr wollt. Lebt nur einmal, jeder lebt sein Leben, wie er es will und es hat sich keiner einzumischen. So viel rum, wie du rum willst. Entschuldigung, snooze nur so viel rum, wie du rumsnooze nun willst. Sehr gut. Also, hier kommt ein ganz schwieriger Fall. Liebe Gnu, liebe Rezo, ich, weiblich 32, bin seit dem Tod von meinem Mann vor 4 Jahren alleine. Oh nein. Ziehend. Da ich einen Sohn 8 habe, fällt es mir sehr schwer, mit ihm über Aufklärung zu reden. Und wenn er mir gefühlt 1000 Fragen pro Tag zu dem Thema stellt, gibt es eine Möglichkeit, eben dieses Thema kindergerecht zu besprechen? Diese Anfrage, super süß. Und das ist auch was, was ich mir nämlich auch gedacht habe, wenn man mal Kinder bekommt. Ich wüsste viel eher, wie ich ein Mädel aufklären soll, als einen Jungen. Deswegen, Rezo. 29? Bist du irre? Hilf uns. Von Janosch gibt es ein Buch. Mutter, sag mal, wer macht die Kinder oder so. Und, aber das ist nicht für 8-Jährige. Ich glaube, das ist eher so für 6-Jährige, also für noch ein bisschen jünger als das. Aber das ist mir in Erinnerung geblieben als ein ganz sehr, sehr sweetes Buch. Ich habe damals so ein Buch bekommen mit Plötzlich sind sie 12. Das habe ich mir durchgelesen und da habe ich mir gedacht, es war nicht der Storch, nicht Spaß. Ich habe es dann halt durchgelesen und wusste halt dann Bescheid. Ich finde halt, das in der Schule hat mir damals auch schon geholfen zu verstehen, was es ist. Aber ich habe mich halt auch so spät erst dafür interessiert. Ihr könnt aber auch gerne hier unbedingt Kommentare schreiben, weil ich glaube, es gibt hier bestimmt auch einige Mütter, die schon ihren Kindern erklärt haben oder aufgeklärt haben. Ich hoffe, du findest da etwas. Und nochmal mein ganz, ganz herzliches Beileid. Was ich noch sagen wollte ist, also ich glaube, das wird schon klappen, weil alleine, wie sehr du dir Mühe gibst, wie sehr du dich damit auseinandersetzt, wie du das deinem Sohn irgendwie rüberbringen könntest oder so, zeigt schon, dass du das gut machst. Ja, bin richtig, ich mir sehr sicher. Richtig süß. So, letzte Frage. Boah, krass, aber also boah, irgendwie mal schauen, wenn ich Vater bin, wie ich damit umgehe. Aber irgendwie hätte ich keinen, also mein Gefühl wäre so, ich hätte keinen Bock darauf, irgendwie zu erklären, so, ja, Bienchen, Blümchen, und wenn sich zwei Menschen ganz doll lieb haben, dann kommt ein Storch vorbeigeflogen, bringt ein Kind vorbei. Das irgendwie solche dummen Lügen würden mir nicht gefallen. Ich würde schon, irgendwie hätte ich schon Bock, das recht klar aufzu. Genauso wie irgendwie so, wenn einer gestorben ist, so, Papa, wo ist jetzt die Oma? Ja, die sitzt im Himmel beim lieben Gott. Irgendwie, das würde sich für mich halt auch falsch anfühlen. Aber ich glaube, es ist dann schon schwerer, wenn man in dieser Lage ist. So, du hast, kannst sagen wir mal, 3-jährige Tochter oder Sohn und mit den riesengroßen Augen guckt er dich an und fragt und du bist so, soll ich es wirklich sagen? Pass mal auf, so ein Mann. Du hast doch einen Penis. Also keine Ahnung, das ist halt schon speziell. Ich muss echt drüber nachdenken. Aber irgendwie hätte ich, so mein Gefühl wäre irgendwie, vielleicht kriege ich hin so eine Mischung aus schon sehr deutlich, so wie es wirklich ist, ohne dass man zu sehr ins Detail geht. Aber gibt's was zu befürchten? Ja, eigentlich nicht, oder? Also das mit dem Himmel ist doch was Schönes. An sich ist das sehr Tröstendes. Aber wenn halt mein Sohn dann rausfindet, dass es eine Lüge in meinem Auge war, weil ich glaube nicht an einen Himmel oder so, das sagt so was, was hast du eigentlich gelabert, Papa? Da mit Oma ist im Himmel am Arsch. Und ich bin so, ja klar, am Arsch. Mein Gott, ich muss doch irgendwas sagen. Also es ist halt wie mit Weihnachtsmann. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich Weihnachtsmann. Ich war damals sehr beleidigt als Kind, als ich herausgefunden habe, so Weihnachtsmann gibt's nicht und so. Also bei uns war es Christkind, by the way. Da war ich echt empört, so was zum Geier. So, warum lügt man mich an, ne? Das ist doch scheiße. Hör doch auf mit dem Quatsch. So. Ich glaube da an so Magiekacke, dabei gibt es das gar nicht. Was soll denn das? Aber an sich war es ja auch schön, dran zu glauben, eine Zeit. Ach, keine Ahnung, hört doch auf. Ach, by the way, Leute, 13 ist die Antwort, ne? Man muss halt alles kindgerecht vereinfachen. Vielleicht schon. Muss man das aber? Gibt es was zu befürchten? Gibt es da was zu befürchten? Ich werde darüber nachdenken. Was kann denn passieren notfalls? Wenn jemand zu schnell aufgeklärt wird, ist es wirklich dann eine Gefahr, dass was passiert? Ist Aufklärung nie eigentlich nicht immer was Gutes? Was soll denn passieren? Ach, so wenig? Ich finde es nicht wenig. Also dafür, dass vor allem eben ich mit 19 ich meine Jungfräulichkeit verloren habe. Also wie gesagt, jeder hat seine Zeit, sein Tempo. Es gibt nie irgendwo das Todesurteil. So ab jetzt musst du ewig Jungfrau bleiben oder so ein Quatsch. Also da keine Sorgen machen. Und wenn, gar keine Sorgen machen, generell keine Sorgen machen, wegen so einem Quatsch. Da kichern die Kinder doch nur. Naja, man sollte das Kind nicht verstören. Verstören vielleicht, ne? Aber ist es verstörend als Kind? Oder ist es verstörend, weil man daraus so ein Geheimnis macht? Ich werde ein bisschen drüber nachdenken und irgendwann im Video reden wir nochmal darüber. So, weil warum soll das verstörend sein? Das ist ja das Normalste der Welt. Vielleicht machen wir daraus nur so ein Tabuthema und deswegen ist es verstörend. Ach, keine Ahnung. Okay, ich bin seit 3 Wochen mit meinem Freund zusammen und er drängt mich, mit ihm ohne ein Kondom zu schlafen. Ich verhüte aber. Weil ich wurde auf dem Kleid zum Beispiel als ganz jung schon. Also mir war es klar, dass es Pimpern gibt. Ich habe es mir zwar ein bisschen falsch noch vorgestellt, eine Zeit lang noch, aber ich glaube, mein Bruder hat es mit 6 Jahren oder so. Nee, es war doch vor der Schule sogar noch. 5 Jahren? Ja, irgendwie so. Ich wusste ganz früh schon, mir ist nicht geschadet. Im Gegenteil, es war logisch. War so, ah ja, habe ich schon gedacht, was gibt bei Filmen, da schneiden die dann weg oder
zoomen dann weg oder machen dann irgendwas. Was passiert denn da? Was machen die Erwachsenen da im Bett? Irgendwas ist doch da immer so, so Geheimnis. Ich will's wissen. Aber habe aber Angst, dass ich mich mit etwas anstecken kann. Ja, also ich würde doch niemals mit jemandem, den ich erst seit 3 Wochen irgendwie kenne, würde ich doch niemals sagen, okay, dann schlafen wir jetzt nicht mit Gummi miteinander. Natürlich mit Gummi miteinander. Dann soll er sich erstmal komplett durchchecken lassen. Und hier kann ich euch auch was erzählen, was meine Erfahrung leider war und in einer Beziehung, die ich hatte. Ich hatte so ein komisches Gefühl, aber ja, er ist fremdgegangen. Wir haben uns aber durchchecken lassen am Anfang und natürlich vertraut man auch irgendwann seinem Partner. Leider hat er, als er fremdgegangen ist, eben mit mehreren Frauen halt eben nicht verhütet. Er hatte aber schon einen HPV-Virus in sich, PAP3, und den habe ich dann auch bekommen und alle anderen Mädels auch. Der HPV-Virus ist übrigens für alle auch interessant, die vielleicht noch nicht haben. Es gibt dagegen auch eine Gebärmutterhalsimpfung, muss jeder selber wissen, ob er es macht, aber habe ich halt damals nicht gehabt, weil gab es damals noch nicht. Ich habe diesen Virus jetzt. Also viele Frauen haben HPV. Ja, also es gibt harmlose HPV-Viren, es gibt nicht harmlose HPV-Viren. Es kann aber im ganz schlimmsten Fall zum Gebärmutterhalskrebs führen. Da ich halt eine erhöhte Stufe dadurch habe, muss ich jetzt eigentlich auch, ich musste anfangs alle 3 Monate zum Frauenarzt, jetzt jedes halbe Jahr kontrollieren. Momentan. Scheiße. Dann sind die Viren auch am Schlafen, die sind deaktiviert. Ich stecke damit auch keinen Mann an, weil die meisten Männer haben ja auch diesen Virus in sich. Bei einem Mann äußert sich das in Form von Feigwarzen. Also Warzen klingt nicht lecker. Für euch zu wissen. Deswegen ich an dem Punkt bin, dass ich sage, ich bin mittlerweile in der Beziehung so. Ja, also die Gebärmutterhalskrebsimpfung kann nicht schaden. Ey, warum sind Frauen so kompliziert? Ich bleib doch erstmal bei Männern. Männer sind auch kompliziert. So ist es nicht. Männer sind auch sehr kompliziert. Aber krass, dass Gnu das durchmachen musste. Finde ich super schade. Aber ich glaube, dass das sehr viele Menschen durchmachen müssen, dass sie mal einen untreuen Partner haben. Und ich frage mich, woran es liegt. Also, ob der Mensch früher auch schon so war. Vermutlich ja schon. Ich glaube nicht daran, dass die Gesellschaft irgendwie schlimmer geworden ist, weil viele sagen ja immer, dass früher alles besser war. Glaube ich gar nicht. Ich glaube, früher ist genauso auch fremdgegangen worden. Vielleicht ist unser Beziehungsmodell irgendwie nicht ganz richtig. Diese Art von, dass es so einschränkend ist. Vielleicht müssten wir anfangen, Modelle aufzugliedern und zu sagen, es gibt nicht mehr dieses so, willst du mit mir gehen? Ja, dann sind wir zu 1000% treu. Dass man wirklich von Anfang an klärt, so, wie fühlt man sich wohl? Wie genau möchte man das haben, dass man es auch immer wieder mal abfragt, so fühlst du dich noch wohl in der Beziehung, soll man irgendwelche Dinge anpassen und so weiter. Also mir wäre das 1000-mal lieber, wenn meine Freundin mich fragt, so du, momentan zum Beispiel habe ich doch irgendwie Lust sogar mal mit einer Frau zu schlafen, zum Beispiel, wäre das für dich okay? Und dann sage ich nein, es sei denn natürlich zum Beispiel, ich bekomme einen eigenen Cheat Day oder keine Ahnung, irgendwas so. Man kann ja auch irgendwas finden oder sagen, ja doch, aber ich will davon nichts wissen. Oder ja doch, aber ich würde gern dabei sein. Lass einen Dreier haben. Oder keine Ahnung, irgendwas so. Lass halt drüber sprechen so, dass man halt sagt so, dass dieses, vielleicht ist manchmal wirklich dieses Beziehungsding zu verkrampft, dass man nicht mehr drüber sprechen darf, dass alle nicht mehr drüber reden und dann halt einfach sich hineinfressen, bis sie dann irgendwann mal so die Möglichkeit bekommen, fremd zu gehen, sagen dann so, ach scheiß drauf, ich mache jetzt einfach und tu morgen so, als wäre es nicht passiert. Und dann merkt man so, wow, irgendwie nach 3 Monaten, hey, ist ja voll gut gegangen, ist nie rausgekommen, boah, ich bereue es auch gar nicht, vielleicht mache ich es ja nochmal und tu sag's keinem. Und man macht dann so einen Riesenscheiße und im Nachhinein, wenn es dann aufkommt, fragt man sich dann selber so, was für ein Riesenhurensohn war ich eigentlich? Hallo Carina, wie geht's dir? Ich rede gerade über was Hypothetisches, keine Story von Vergangenheit oder so. Was kommst du her, Baby? Was ist denn los, Baby? Sag bloß, du bist ein Baby. Ach du Baby, was ist denn los hier? Zio, bist du gegen HPV geimpft? Nein, bin ich nicht. Okay, Gebärmutter, Halskrebs-Dingsbums. Oh ja, da bin ich. Nein, ich habe gar keine Aufnahme gemacht. Ich kleines Stück Scheiße, ich kann nicht mehr. Dankeschön, nein! 5 Euro. Aber ich wusste auch nicht, dass der Mann sich dagegen impfen kann. Was impft man denn da? Keine Ahnung. Dass man sich von der Frau nicht davon anstecken lassen kann. Nee, keine Ahnung. Einfach Kondom benutzen, fertig ist. Selbe Impfung wie bei Frau. Wo kriegt man die Impfung dann hin? Einfach in den Arm oder ist sie spitz? Ja? Funktioniert dann. Erstaunlich, gell, wie Impfungen funktionieren. So faszinierend. Der Donation vorlesen, CEO. Ja, ich lese gleich vor. Ich warte nur, bis Carina dann mich den Stream über. Nein, Baby. Ich liebe du nicht so traurig sein. Ist doch alles supi-dupi. Weißt du, was ich glaube, die Leute glauben echt, ich verarsche sie, wenn ich so mache. Aber ich bin ja wirklich so traurig. Das habe ich dir. Du bist wirklich ein bisschen traurig heute, gell? Ja. Und Carina ist traurig heute. Also habe ich Carina ganz schnell gesagt, dass ich das so unglaublich toll an ihr finde, dass sie sich so ganz normal verhält, so wie sie sich halt. So gar nicht so, ich muss ein Mensch sein, ich muss mich normal sozial verhalten, sondern einfach ihr raushängen lässt und so. Weil ich mag das voll, wenn Menschen einfach ihr Ich sind und sich gar nicht verstellen und sich doch trauen, von mir sich zum Affen zu machen. Weil ich mache mich ja auch. Nicht zum Affen. Du machst dich regelmäßig zum Affen. Das stimmt so nicht.
abschließend kann ich noch sagen, ich würde mir wünschen, dass eben alle ihre Beziehungen halt offen besprechen, was sie sich wünschen, was sie sich vorstellen. Und dass es auch offen angesprochen werden kann, ohne gleich Kopf ab, Schwanz ab, was auch immer ab. Bleibt mir schon weiter. Sitze ich einmal im Jahr auf alles durch. Deswegen hier mal ein bisschen ernster. Wie gesagt, keine Sorge, mir geht's gut. Aber es ist halt unnötig. Deswegen, das ist so mein absoluter Herzenstipp an euch. Auch wenn ihr glücklich in einer Beziehung seid. Also nach 3 Wochen würde ich mich zu gar nichts zwingen lassen. Ganz ehrlich, dann zieht der Typ das Ding jetzt halt einfach noch ein paar Monate an, um sich mal zu beweisen. Dann lasst ihr euch zusammen testen. Und das ist so das, was ich zu dem Thema sagen kann. Zu 100% kann ich Ihnen nur zustimmen. Deswegen, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne Daumen nach oben da. Schreibt in den Kommentaren, diskutiert, falls wir auch irgendwie was Falsches gesagt haben oder ich in irgendwas. Klärt uns gerne auf. Ich bin sehr gespannt. Und ihr findet in der Beschreibung auch das Video von Rezo und mir, wo wir auch andere Fragen noch beantwortet haben. Vielen Dank, Rezo, dass du dabei warst. Sollen wir das auch noch gucken? Dabei warst. Ja, danke, dass ich mit am Start sein durfte. Und vielleicht gibt es noch ein paar 2. Wir gucken mal, wie es ankommt. Definitiv, definitiv. Dankeschön und jetzt. Bis dann. Ich hätte sogar Bock, das andere auch noch zu gucken. Das war mich echt interessant. Also, ich habe auch was gelernt und so. Ich hatte schon irgendwie Bock drauf. Aber erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt auch was gelernt. Schreibt mir gerne mal eure Gedanken zu den ganzen Dingen, die ich auch gesagt habe, mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Am Ende, wie gesagt, ich laber hier auch immer nur drauf los. Ich mache mir vorher kein Skript oder so. Und es ist wirklich nur rein die Gedanken, die mir in meinen Schädel reinkommen, laber ich mal drauf los. Sollte irgendwas sein, was euch nicht gefällt oder so, dann auch nicht zu ernst nehmen letztendlich. Wo ist es denn verlinkt? Ich find's nicht. Bin ich bescheuert? Sie hat's nicht verlinkt. Aber Hauptsache 1000 Amazon Affiliate Links drinnen. Und nicht online. Müssen noch ein bisschen warten. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dann bis dann.